Hi Leute, heute geht es ums Thema Erziehung. Also, ich wollte heute mal ein bisschen was über Beziehungen erzählen. Und zwar erstmal zu dem Punkt, weil viele ja noch immer fragen, was ich von Polyamorie oder sonstigen partnerschaftlichen Beziehungsformen halte. Und ich denke, es ist erstmal nicht so wichtig, für welche Form man sich da entscheidet. Und ich denke, da sollte jeder für sich schauen, was da das Richtige für einen ist. Aber was ich immer für eine Grundvoraussetzung bei einer Beziehung halt, ist einfach die Ehrlichkeit, so dass offen kommuniziert wird und richtig kommuniziert wird. Einen weiteren Punkt finde ich da auch ganz interessant, beziehungsweise was ich da ganz schön finde, mal einzuwenden, ist, wenn man sich fragt, dass man mit mehreren Partnern eine Partnerschaft hat, ob das nicht nur bei manchen vielleicht ein Ausweichen ist, weil ich meine, die meisten können nicht mal mit einer Partnerschaft klarkommen, mit einem Partner und haben damit schon Probleme. Und da sollte man sich halt mal fragen, ob es vielleicht wirklich an den Partnern liegt. Echt? Ja. Das ist einfach eine Frage, die man sich dann mal stellen kann und sollte vielleicht. Genau. Aber ansonsten finde ich es auch nicht schlimm, wenn beide Partner damit klarkommen und sagen, hey, bei dem einen mag ich eher das Sexuelle, bei dem einen mag ich mehr die Geborgenheit und so weiter. Ich denke, da soll jeder einfach finden, was richtig für ihn ist. Genau. Und ein anderer Punkt allgemein bei Partnerschaften, bei Beziehungen. Nicht nur bei partnerschaftlichen Beziehungen, sondern auch bei Beziehungen mit Freunden, mit Familie, egal mit wem. Ich habe neulich mal so einen schönen Vergleich gehört und fand den wirklich sehr passend. Stell dir mal vor, bei einer Beziehung. Es kommen zwei Menschen zusammen, mehrere Menschen zusammen, egal wie viele. Wenn du vorher starre Muster, starre Grenzen hast, entweder treffen sich zwei feste Blöcke, die klare Grenzen, klare Glaubenssätze, irgendwelche Vorstellungen sich schon vorher gemacht haben, oder es treffen sich zwei Menschen, die offen sind, ihre Grenzen zu erweitern. Und wenn sich zwei offene, elastische Massen treffen, dann verbinden die sich zusammen. Nicht wie zwei Felsbrocken, die sich treffen und zack, alles zerschellt, so am Ende sind nur noch Trümmer da. So, das passiert in vielen Beziehungen. Wenn man eine Beziehung, finde ich, eingeht, dann sollte man offen sein. Auch dieser Satz, den dann viele sagen, oh, seitdem du mit dem oder mit der zu tun hast, hast du dich total verändert. Oder seitdem du mit dem oder der zusammen bist. So. Ja, und das sollte ja auch das Ziel von einer Beziehung sein, dass man neue Ansätze, neue Meinungen integrieren kann oder neue Erfahrungen machen kann, um was Neues entstehen zu lassen und nicht einfach zwei festgefahrene Haufen, die aufeinandertreffen und zertrümmern. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, offen zu sein, gerade wenn man eine Beziehung eingeht. Und ich finde, gerade in unserer heutigen Zeit, so die Generation vorher, da war es ja oft noch so, da war wirklich eine Beziehung noch so, man heiratet und dann war eine Ehe halt nur fürs Leben möglich. Und das hat so seine Vor- und Nachteile. Ich finde nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, dass man eine Beziehung abbricht oder nicht. Das kann gut sein oder schlecht. Es ist immer nur wichtig, finde ich, aus welchen Gründen das geschieht. Also wenn du eine Beziehung abbrichst, weil heutzutage viele junge Leute, die ich kenne, brechen Beziehungen sehr schnell ab. Und ich glaube, das kommt bei vielen nur aus dem Grund, weil sie nach einer gewissen Zeit einfach in einer Beziehung mit vielen Mustern konfrontiert werden, viele Dinge gespiegelt bekommen, die ihnen nicht passen, die sie noch nicht bereit sind zu integrieren oder zu verarbeiten. Und das ist halt die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man eine Beziehung beendet, ob das einfach nur ist, weil man wirklich davonläuft und passiert mir das immer wieder, oder beende ich eine Beziehung, weil es einfach
das kann ja auch richtig sein, eine Beziehung dann zu beenden, wenn es aus dem Grund geschieht, dass man einfach an einem anderen Standpunkt ist. Wenn ein Partner sich ständig weiterentwickelt und wirklich an sich arbeitet und nicht die Fehler auf den anderen immer schiebt und sagt, hey, du machst dieses, du machst jenes, das passt mir nicht. Ja und, warum stört's dich? Dich kann immer nur was stören, was auch dein Thema ist. So. Wenn es nicht mehr dein Thema ist, dann stört's dich auch nicht mehr. Beziehungsweise du kannst einfach die Situation ändern, ohne davon betroffen zu sein. Das löst dann keinerlei negativen Gefühle aus. Und dann kann es eben auch dementsprechend, wenn ein Partner ständig nur auf den anderen projiziert, dann kann es eben auch sinnvoll sein, einfach eine Beziehung zu beenden. Aber es ist beides nicht gut oder schlecht. Früher war es eben mehr so, man hat sich wirklich gebunden an jemanden. Und wenn du verheiratet warst, dann ist es halt so, hey, das wird nicht einfach so aufgegeben. Und dann probierst du halt auch mal anders mit den Konflikten umzugehen. Dann probierst du auch diese Dinge zu integrieren und Themen, die da hochkommen, auch wirklich zu lösen. Vorher war es halt, heutzutage ist es oft ein Ausweichen, was ich sehe. Und ja, wie gesagt, es ist nicht gut oder schlecht, eine lange Beziehung zu führen. Es muss halt einfach passen. Am schönsten ist es immer, wenn beide Partner bei sich reflektieren. Nicht nur in einer Partnerschaft, wenn beide Menschen einfach in einer Beziehung, auch in einer freundschaftlichen Beziehung, bei sich schauen und es selbst reflektieren. Genau. Also das wollte ich einfach mal loswerden in dem Video. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung und eure Erfahrungen darunter schreiben. Mich würde es wirklich interessieren, so, was habt ihr für wiederkehrende Erfahrungen zum Beispiel in Beziehungsmustern gemacht? War es so bei euch, dass ihr vielleicht wirklich eine Beziehung oft sehr schnell abbricht? Und hat es wirklich zum Beispiel immer an dem anderen gelegen? Und umgekehrt so was... Ja, ein anderer Punkt, was ich eben auch beobachtet habe, ist so dieser Freiheitsgedanke, was sehr schön ist, was in unserer Generation immer da ist. Aber andererseits ist es auch so ein, hey, ich kann mich nicht mehr festlegen und jag von einem Ding zum anderen Ding, ohne einfach mal zu sagen, hey, ich stehe zu meiner Entscheidung. Genau. Das ist auch noch sowas, wo ich sehr oft irgendwie wahrgenommen habe. Genau. Also kommentiert gerne mal unter das Video. Ansonsten macht's gut, Leute, und schöne Grüße aus Sri Lanka. Ciao. Fahrräder auf Sri Lanka. Hier ein ganz neues Exemplar. Recycling. Ja, aber hier gibt es auch nicht verrostete Fahrräder. Und hier direkt am Strand.